Es war spannend. Aber wir haben es geschafft, dank unserer tollen Judy und dank euch, weil Publikumspreis, auch ihr wart Judy, haben wir zu Preisen gefunden. Wir spannen euch nicht lang auf die wir machen es nicht so spannend. Wie gesagt, viel arbeiten, wenig Schlaf. Publikumspreis wird von Herrn Herrmann an euch vergeben. Ja, hallo zusammen. Also den Publikumspreis haben Sie ausgesucht, nicht die Jury. Ich sage es trotzdem dann. Es war wohl ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen von zwei Projekten. Gewonnen hat das Projekt, das auch uns Stuttgarter, ich komme ja aus Stuttgart, umtreibt. Jeden Tag warten wir auf einen S-Bahn oder eine Straßenbahn. Nicht auf den Bus, aber auf sowas Ähnliches. Und das treibt offensichtlich auch das Publikum um, also gewonnen hat das Projekt Run to Stop. So, toll, vielen Dank. Als Preis gibt es hier mal symbolisch ein kleines Papierchen, da steht was von Gutschein drauf und irgendwelche Zahlen. Die wissen dann genau, was sie damit machen sollen. Vielen Dank. Es gibt noch mehr, was zu lesen, Clean Code, Sachen, die jetzt auch nicht jeder versteht, aber die haben sich offensichtlich bewiesen, dass sie in der Materie sattelfest sind. Deshalb können die mit solchen Büchern was anfangen. Danke. Ihr dürft euch gerne Bücher tauschen und aussuchen, welches ihr haben wollt. Ne? Wir machen weiter mit dem Preis für das beste Design und das präsentiert euch Yassi Tüten. Das beste Design für 2016 JugendTech Süd geht an die Litfaßsäule. Einfach total beeindruckt von der visuellen Umsetzung, was überhaupt in 48 Stunden realisierbar ist. Also nochmal herzlichen Dank, es war sehr beeindruckend. Wunderbar, vielen Dank euch. Der Preis für den besten Aha-Moment geht an Steffen. Nein, Steffen wird euch vergeben. Danke dir. Genau, ich überreiche den besten oder für uns den größten Aha-Effekt-Preis. Und zwar, ich komme ja aus dem Chaos Computer Club Mannheim, wohne aber in Heidelberg und immer wenn ich in Heidelberg fahre, merke ich, dass in Mannheim die Ampelschaltung deutlich besser ist. Und damit ist wahrscheinlich jedem im Raum klar, an wen der Preis geht. Better Traffic. Genau, Bücher gibt es auch und eben noch, ja, ich sage noch ein Sätzchen, und zwar die Kürze der Zeit
hat mich persönlich auch überrascht, dass es eben so ein komplexes Thema ist, was ihr aufgreift, und so ein nützliches Thema. Weil wenn man das wirklich durchdenkt, auch mit eurer Gewichtung, der Anzahl der Autos, da kann man richtig viel draus machen, was eben in der kurzen Zeit nicht machbar ist, aber angedeutet wurde. Genau. Und jetzt geht es um den Code. Den Preis für den besten Code vergibt die Sabine. In der Kategorie besten Code haben wir uns nicht nur eine Gruppe rausgesucht, die herausragend programmiert hat, sondern auch eine Gruppe, die eine extrem steile Lernkurve hatte dieses Wochenende. Herzlichen Glückwunsch an die Gruppe Dreck weg. Hallo. Und der letzte Preis, den wir für heute vergeben, der uns besonders am Herzen liegt, weil der genau unser Motto aufgreift, mit Code die Welt verbessern, wird Herr Michael Weber vergeben. Ja, meine Damen und Herren, als Hausherr, als Präsident der Universität, bin ich sehr stolz, diesen Preis jetzt gleich vergeben zu dürfen. Aber bevor ich das mache, möchte ich einerseits Ihnen danken, dass Sie hierher gekommen sind, euch, liebe Teilnehmer, dass ihr den Weg nach Ulm gefunden habt, dass es euch hoffentlich an der Uni Ulm gefallen hat, dass ihr vielleicht auch dran denkt, wenn ihr später mal studiert oder studieren wollt. Ja? Es ist ganz nett hier. Und meinem Team in der Verwaltung, denen danke ich, dass sie die ganzen Facilities hier zur Verfügung gestellt haben. Aber mein besonderer Dank, und ich glaube, ohne dieses Riesenengagement, was hier zutage getreten ist, lässt sich eine solche Veranstaltung nicht organisieren und durchführen. Mein ganz, ganz großer Dank gilt allen, die hier vorne sitzen, die diese T-Shirts anhaben von JugendHack. Ich glaube, das ist ein extra Applaus nochmal wert für die Orga. So, jetzt mit Code die Welt verbessern. Was ist das Wichtigste in der Welt? Friede oder für einen selber? Gesundheit? Vielleicht ist Gesundheit wirklich das Wichtigste, was es gibt auf der Welt, dass man dies hat. Und alle, die so wie ich Pollenallergiker sind, und momentan gerade sich freuen, wenn es regnet, weil dann die Gräserpollen nicht so unterwegs sind, die würden sehr gern eine solche Anwendung verwenden können, die die Gruppe Gesundheit vorgestellt hat. Der Preis für den Code, der die Welt verbessert, geht an die Gruppe Gesundheit. Auch hier gibt es natürlich eine Runde Bücher noch dazu. Was gibt es da so? Das interessiert mich, ich bin ja Informatiker. Was gibt es da so? Effektiv Python programmieren, 59 Wege für bessere Python-Programme. Wer möchte das haben? Wer ist der Pythonist? Einführung in Swift 2 mit Referenzkarte zum Herausnehmen, damit man schneller neben der Tastatur ist.
Ah, jetzt, das wird meinem Sohn gefallen. Let's play Minecraft, Plugins, Programmieren mit Java. Wer ist der Minecrafter? Ah. So, dann gibt es was für die Bastler, die sich gern mit Mikroprogrammen und kleinen Computern beschäftigen. Raspberry Pi programmieren mit Python. Bitteschön. Und jetzt haben wir nochmal zwei Minecrafts, nämlich einmal nochmal das Plugins mit Java. Das wollte vorhin jemand anderes noch haben. Und jetzt habe ich eins zu viel, das heißt, das ist jetzt meins. Ich kriege jetzt einen Praxisguide, Let's Play Minecraft. So, vielen Dank. Wer macht das Schlusswort? Juka. So, und mein persönlicher Preis geht an meine ganz tollen Mentorinnen und Mentoren. Könnt ihr bitte einmal noch alle auf die Bühne kommen? Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ein ganzes Wochenende lang, lange Nächte und super. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Das tut wirklich gut. Danke für den warmen Applaus. Also ist natürlich richtig, wir haben ein Wochenende unsere Zeit geopfert, haben ein bisschen weniger geschlafen als sonst, haben unterstützt und geholfen und dabei auch viel gelernt. Also ich, ne, als gestandener Informatiker muss auch sagen, ich habe von den Kids wirklich auch technische Dinge gelernt. Finde ich super. Aber was jetzt noch viel wichtiger ist, es gibt hier so ein paar Menschen, die haben nicht nur ein Wochenende ihres Lebens geopfert, die haben viele, viele Wochenenden geopfert, Wochen und Monate lang vorbereitet, mit Sponsoren geredet, Kontakte geknüpft in die Schweiz, nach Berlin, Kontakte mit anderen Jugendhacks gepflegt, die haben mit der Uni geredet, die haben die ganze Infrastruktur hier organisiert bekommen, die haben Tag und Nacht geschuftet, die sind morgens die Ersten, die da sind und abends die Letzten, die das Licht ausmachen. Das sind die, die das alles hier erst möglich machen. Und zwar sind es vier Menschen, die ich jetzt hier noch in die Mitte bitte. Einmal die Juka, die steht schon da. Komm mal in die Mitte. Der Onze. Der Stefan alias STK. Und natürlich Mary. Das ist euer Applaus. Da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was! Ganz lieben und warmen Dank von uns allen.
So eine Veranstaltung endet einfach mit ganz viel Dank, auch von meiner Seite, von der Open Knowledge Foundation, von Mediale Pfade. Vielen Dank an das wunderbare Organisationsteam, vielen Dank an die wunderbaren Mentoren und vor allem vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wegen euch machen wir das, wegen euch schlafen wir wenig, wegen euch nehmen wir das immer wieder auf uns, diesen großen Aufwand zu betreiben, um eure Ideen und euer Engagement zu würdigen. Da bin ich auch sehr froh, dass so viele Menschen das unterstützt haben, die ganzen Menschen hinter den Kameras, das CSIVOC, die ganzen Partner und Sponsoren, all die Menschen, die uns kritisieren, die unsere Ideen und unser Setup, unseren Hackathon besser machen. Vielen Dank auch dafür, vielen Dank an die tolle Jury, die hart überlegen musste, welche Dinge sie besonders herauszuheben sind, alle eure 13 Projekte, die ihr dieses Wochenende geschafft habt. Nach Jugendhakt ist vor Jugendhakt. Es geht natürlich weiter. Nächstes Wochenende erstmal mit Jugendhakt Ost. Aber vor allem für euch dann wieder im Oktober im Rahmen der European Code Week in Berlin. Seid ihr wieder alle sehr herzlich eingeladen. Wir freuen uns, euch da wiederzusehen. Eure Ideen könnt ihr einreichen bei MB21, das ist der Deutsche Multimedia-Preis für Kinder und Jugendliche. Da bekommt ihr nochmal eine Bühne, da bekommt ihr auch Geld für weitere Umsetzung und so weiter. Schaut euch mal mb21.de an. Es wird auch weitere Hackathons geben. Jugendhakt wächst. Wir haben schon lange ein Schwesterfestival, das Young Coders Festival in Österreich. Die werden in Zukunft auch unter der Flagge Jugendhakt unterwegs sein. Auch da gibt es einen Austausch. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, nach Österreich zu gehen. Und ganz neu im Boot, deswegen Eike und Dominik hier, um sich das anzuschauen und dann in der Schweiz umzusetzen. Twitter-Account ist noch ganz frisch. Jugendhakt.ch und genau, das Datum steht auch schon. Im November in Zürich wird es den ersten Jugendhakt-Event in der Schweiz geben. Genau, auch da gibt es die Möglichkeit, euch zu bewerben und dahin zu fahren. Da müssen wir einfach mal gucken, wie viele Plätze wir haben, aber die Idee von Jugendhakt ist eben tatsächlich etwas Größeres an Vernetzung auch zu schaffen. Die Dinge, an denen wir arbeiten, die ticken eben größer als jetzt irgendwie nationale Grenzen, deswegen sind wir da sehr stark dran, das zu erweitern. Zum Beispiel auch im November mit dem Goethe-Institut in Südkorea. Auch da werden wir gemeinsam mit euch hinfahren. Ihr habt die Möglichkeit, euch zu bewerben. Das heißt, Jugendliche aus Deutschland und Mentoren aus Deutschland können mit uns zusammen nach Südkorea fahren und gucken, was gibt es denn da für Ideen von südkoreanischen Jugendlichen. Genau, insofern, das geht alles irgendwie wunderbar weiter. Wir freuen uns sehr auf die weitere Reise mit euch. Vielen Dank auch an die Zuschauer im Stream. Und einen schönen Nachmittag. Du hast es ausgemacht. Ja, er dachte, er käme davon. Aber ohne pädagogische Betreuung funktioniert ein Event für junge Leute nicht. Und deswegen, Daniel Seitz, 3, 2, 1 und ein Applaus. Ihr glaubt, ihr müsst nicht nach Hause gehen, wenn ihr nicht aufhört zu klatschen, aber es ist leider vorbei. Ihr bekommt noch Teilnahmeurkunden und so weiter, wenn ihr hier bei Mary vorbeikommt. Genau, was Mary sagt, Sausen-Akkreditierung, Teilnahmeurkunden und so weiter könnt ihr euch mitnehmen. Und auch, glaube ich, die Urkunden für die, die werden gerade noch gemacht, könnt ihr auch an der Akkreditierung abholen. Vergesst nichts. Gute Heimreise, bis bald.